Mein Name ist Jim Panso und die Frage war, warum zocke ich? War das so? Genau. Warum zocke ich? Ich bin Sergeant Rumpel und ich zocke. Warum ich zocke? Also, ich wurde gerade gefragt, warum ich zocke. Und ich spiele. Warum zockst du gerne? Wer macht nur? Das war die Frage, warum zockst du? Ja. Warum zockst du? 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 Mein Name ist Jim Panso und die Frage war, warum zocke ich? War das so? Genau. Warum zocke ich? Eigentlich habe ich angefangen zu zocken, weil ich schon immer gezockt habe. Ich bin mit Computern aufgewachsen und da war es normal, dass man damit irgendwas gebastelt hat, gearbeitet hat und dann kamen die Spiele, dann hat man angefangen zu zocken und das war irgendwie so eine Art Freizeit, so ein bisschen Spaß, so ein bisschen Gedöns und irgendwann sind die Spiele größer geworden und dann hat man noch Aufgaben in den Spielen gehabt und irgendwie spielt man jetzt, um Aufgaben zu erlösen und zugegeben, bei Multiplayer-Spielen ist manchmal ein bisschen schwierig, Aufgaben zu erledigen, aber es macht trotzdem Spaß. Also Battlefield ist das perfekte Beispiel, ich spiele es nur, um die scheiß Unlocks fertig zu machen. Der Rang ist mir egal, die Score ist mir egal, wenn ich die Unlocks alle habe, ist das Spiel fertig. Ich bin Sergeant Rumpel und ich zocke, weil es die Fantasie anregt. Warum ich zocke? Weil meine Oma früher meinen Brüdern Super Nintendo gekauft hat, den die dann irgendwann nicht mehr benutzen durften, weil ich das dann doch ganz cool fand. Nee, warte, das war Nintendo. Aber weil mein Vater auch Zocker ist und ich habe damals schon auf dem Ziel, ich konnte jetzt ganz viel erzählen. Also eigentlich ist mein Vater schuld, deswegen. Und meine Brüder. Ich habe ganz viele Brüder. Eine Schwester habe ich auch, aber deswegen spiele ich. Und was cool ist. Tschüss. Also, ich wurde gerade gefragt, warum ich zocke und das kann ich natürlich nur damit beantworten, dass es einen riesen Spaß macht. Das hängt natürlich vom Spiel ab, aber ich bin ja sehr weit gefächert. Und ich zocke schon so lange, Mann, ich hatte schon mit 6 Jahren, hatte ich irgendwie so ein C64 von meinem Bruder. Boah, und ich liebe es bis heute. Das macht mir ehrlich immer noch Laune. Vielen Dank für die Frage und einen wunderschönen Tag. Ich spiele, weil ich fast 12 und Spielkind bin. Warum zockst du gerne? Der macht nur noch Sellouts, glaub dem nichts. Es ist ja du alte... Du zockst ja auch immer wieder und warum zockst du? Es ist tatsächlich bei mir so, wie bei Filmen, ich tauche gerne in eine andere Welt ab. Ich mag das total, Geschichten zu erleben, die mir im realen Leben nie sich ermöglichen werden. Also so fantastische Geschichten. Ich kann Berge bekraxeln oder mit Lara Koch in irgendwelche Höhlen. Im Film bin ich ein Zuschauer, aber bei Spielen kann ich interaktiv daran teilnehmen. Das ist geil. Okay. Das ist geil, was ist geil? Ich hab geil gehört. Okay. Das ist geil, hab ich gesagt. Und dann hallo. Oh, ja. Und da meinte sie so, ja, du bist nicht mein Typ, ich bin den Siegesmund. Deswegen lasse ich euch allein. Oh, Moment. Oh, das wusste ich gar nicht. Ich muss leider weg. Und zwar die Frage, warum zockst du? Der Echo wurde es tatsächlich, dass meine Oma mir damals, väterlicherseits, das Zocken nahegebracht hat, weil die sich einen Rechner gekauft hat. Deine Oma? Ja. Okay. Und so bin ich zum Gaming gekommen, weil die hat dann damals mit Billard gespielt. Das war das erste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Okay. Und so bin ich zum Digitalspielen gekommen. Und dann immer weiter. Irgendwann habe ich mit meiner Oma dann GP Motor gespielt, das allererste Motorradrennspiel. Dann bin ich immer weitergekommen. Okay. Und irgendwann dann zu Command & Conquer und dann ja Jahre hinweg. Dann war ich schon lange dabei. Ja, dann ist das jetzt schon wie lange her? 22 Jahre. Ich bin 22 Jahre Gamer. Krass, das ist eine alte Socke. Ja. Ja. Danke, das hast du gesagt. Aber Dankeschön für deine Antwort. Gerne. Ja. Warum zockst du? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Weil ich irgendwann mal mit meinem Cousin, da saß ich als ganz, ganz kleines Kind daneben und habe mich gefragt, was er da macht. Und da hat er, glaube ich, damals auch Sega Mega Drive irgendwas gespielt, Sonic. Weichen, ja, ja. Und dann wollte ich das auch mal gerne machen und dann hat es mir gefallen. Und seitdem zocke ich. Das ist schon Weichen her, ne? Das ist schon ein ganzes Weichen her, ne? Das stimmt. Warum zockst du? Weil es Spaß macht. Weil es Spaß macht, deswegen ist doch klar. Das ist doch, warum denn sonst? Es gibt zigtausend Möglichkeiten. Ja? Wir haben echt schon die verschiedensten Antworten gekriegt. Weil es Spaß macht, dann weil man gegen andere, weil man gegen Freunde oder gegen Fremde gewinnen möchte oder besser sein möchte. Okay. Hauptsächlich bei mir Spaß einfach. Okay, super. Warum zockst du? Warum ich zocke, weil das einfach eine Leidenschaft ist und weil man sich auch vom Alltag einfach verflüchten kann. Weil man kann im Gaming so viele Sachen, die man in der realen Welt nicht machen kann, aber so gerne machen will.
deswegen zocke ich. Warum zockst du? Spaß. Spaß und Teamplayer. Und vor allen Dingen aber auch andere fertig machen. Das ist geil. Ja, ist einfach so, ganz ehrlich, ich finde es halt cool, dass man gegen andere spielt, sowas wie Counter-Strike oder so. Richtig geil einfach. Okay, warum zockst du? Weil es Spaß macht. Kein tieferer Hintergrund. Nee. Macht Spaß. Spiele machen Spaß. Das ist der einzige Grund, warum ich zocke. Warum zockst du? Das ist eine schwere Frage. Also ich zocke schon, glaube ich, seit ich einen Gameboy bekommen habe mit 5 Jahren oder so. Und das war einfach immer Zeitvertreib oder auch Ausgleich zu anderen Aktivitäten, würde ich sagen. Und es macht mir nach wie vor Spaß. Man kann einfach mal abschalten, sich irgendwie in eine andere Welt eintauchen. Oder was mir auch mega Bock macht, mich mit Freunden battlen in irgendwelchen Multiplayer spielen. Ja, genauso wie wenn man irgendwie was anderes zusammenspielt, Fußball auf der Wiese, genauso kann man auch Counter-Strike gegeneinander spielen. Genau, das ist einfach die heutige Zeit, genau. Würde ich einfach mal sagen. Ja. Warum zockst du? Boah, jetzt bin ich gerade überfordert. Eigentlich, ich glaube in erster Linie, weil es einfach Spaß macht irgendwie und man natürlich auch ein bisschen seine Zeit damit totschlagen kann. Also gerade früher, also als ich früher angefangen habe zu zocken, da war ich, keine Ahnung, ich habe glaube ich mit 12 oder so meinen ersten Computer bekommen. Von meinen Eltern, hatte aber noch so eine Zeitschaltung dran, dass ich nur so irgendwie 45 Minuten oder eine Stunde am Tag da dran durfte oder okay, so. Ja. Das war meine Begrenzung sozusagen. ich weiß nicht, da fing es dann irgendwann an. Wahrscheinlich war am Anfang sogar auch ein bisschen der Kick dabei, dass man halt nur eine Stunde durfte am Tag. Und dann dachte man sich so, okay, eigentlich will ich 2 Stunden, so alleine, weil es begrenzt war vielleicht. Also, weiß nicht, irgendwie aus dem Zuge habe ich irgendwie angefangen. Eigentlich wirklich nur dem Spaß. Spaß ist halt. Okay. Aber recht früh angefangen. Wo hast du deine erste, oder hast du deinen ersten PC? So ein Überbleibsel von den Eltern? Ja, ja. Mein erster PC. Ich habe einen älteren Bruder, der war 7 Jahre älter als ich. Okay. Er ist noch 7 Jahre älter als ich. von dem habe ich immer so die Reste bekommen, die noch verwertbar waren. Okay, ja, kenne ich von meinem Vater so. Ja, ich habe mir jetzt einen neuen Hightech-PC gekriegt, kriegst meinen alten 95er. Ja! So war es bei mir. Ja! 95 war mein Start auf jeden Fall. Und es war einfach lustig. Ich habe sogar die DOS-Zeiten bei meinem Bruder noch mitbekommen, aber da bin ich erst so richtig danach eigentlich eingestiegen. Ah, okay. Dankeschön für deine Antwort. Bitte, bitte. Ich zocke, ich glaube, aus verschiedenen Gründen. Also einmal gerne, weil man irgendwie so fantasiemäßig einfach da viel erleben kann, was man in echt nicht erleben kann. Wir persönlich zocken einfach, weil wir, also hier, der E-Rich steht gerade hinter mir, weil wir einfach seit 15 Jahren zusammen zocken, mit den anderen 3 Jungs auch. Und das ist so ein Community-Ding bei uns, dass wir einfach super gerne, wenn wir abends uns treffen, zocken wir halt gerne was zusammen. Und dann ist es irgendwie so ein Gemeinschaftsding, oder? Warum zocken wir gerne? Wir sind down einfach, deswegen. Ja. Wir sind einfach down. Wir sind einfach down. Und ich habe noch nie in irgendwas gegen ihn gewonnen. Deswegen. Doch, stimmt gar nicht. Ja, habe ich schon mal was gewonnen? Mir fällt nichts ein. Doch. Siehst du, er muss auch überlegen. So. Mikado, aber nicht. Aber Risiko habe ich. In Risiko bin ich der Beste. Okay, dann ist es ja meistens dann eher so die heutige Zeit. Man geht jetzt nicht mehr so wirklich raus, sondern man hockt halt doch abends. Wenn man halt, sag mal, nach 10 Stunden Arbeit bei euch mit der Musik kommt das ja ganz kurz hin, 10 Stunden Arbeit oder so, dass man abends sagt, okay, es ist Samstagabend, ich hätte jetzt eigentlich Bock, irgendwas zu machen, aber rausgehen, Nähe herrichten und so, kein Bock. Kommt auch mal so vor, ja. Wobei wir schon auch oft abends, also wenn wir einen harten, langen Arbeitstag haben, wenn wir jetzt im Studio sind, irgendwie 8 Stunden, da gehen wir echt tatsächlich abends lieber raus, muss ich sagen, als dann zu zocken. Weil also wir sind Frischluftmenschen. Wir kommen ja alle vom Dorf, also wir müssen immer, wenn wir jetzt 3 Tage nur im Zimmer sitzen, dann drehen wir immer alle durch. Und deswegen, aber klar, zocken ist auch ein großer Teil davon eben mittlerweile. Ja, okay. Bitte. Dankeschön. Gerne. Schönen Abend. Danke fürs Zusehen. Warum zockst du? Weil ich tatsächlich, seitdem ich 5 Jahre alt bin, einen Amiga 2000 bekommen habe von meinem Vater. Mit 5? Muss dir vorstellen, mein Vater hat mich zum Gaming gebracht. Mich und meinen Bruder. Mein Bruder und ich sind 1 Jahr auseinander. Das ging halt an, mit 5 haben wir dann... Älter oder jünger? Ein Jahr älter. Okay. Und wir haben Amiga bekommen von ihm, Amiga 2000, und haben dann alle wirklich die ganzen Klassiker gespielt. Monkey Island, Day of the Tentacle, alle wirklich geilen Spiele, die man halt noch so kennt. Und das ging dann immer weiter. Dann haben wir unsere eigenen Rechner zusammengeschraubt. Sind damals immer, kennst du die Comware zufällig? Das war so eine, lange bevor es große Messen gab, über Computer und sowas, in Berlin so die größte Messe für, da kannst du Hardware kaufen. Da gab es ja noch kein Amazon oder kein Internet. Okay, das aber ist auch schon
arg lange her. Sehr lange her. Und dann haben wir uns immer unsere eigenen Rechner zusammengeschraubt. Okay. Ich erinnere mich zum Beispiel bei Final Fantasy 7 musste ich mir einen neuen Prozessor von Taschengeld kaufen. Ein AMD K6 hat 800 Mark gekostet auf der Commware. Lange für gespart. Wollte ich gerade sagen, das ist ansonsten, Taschengeld von 10 Euro im Monat so auf die Art. Ja, ansonsten immer ganz viel Nintendo-Fanboy gewesen. Super Nintendo, Nintendo 64, Wii, alles gehabt. Und vor allem auf dem Super Nintendo, den habe ich heute noch angeschlossen, wird eigentlich so Minimum einmal alle halbe Jahre irgendein Rollenspiel ausgepackt und muss wieder gezockt echt? Werden. Ja, ja, definitiv. Zockst du noch? Ja, ja, Secret of Mana, Secret of Evermore, Illusion of Time, Terranigma, Final Fantasy. Immer treu geblieben. Immer, immer. Okay.